Hans Erich Tischler, consulul Germaniei la Sibiu, a fost prezent zilele trecute la Deva pentru a participa la manifestările din reședința de județ dedicate Zilei Europei. Cu această ocazie, diplomatul german s-a adresat ardelenilor în general și hunedorenilor în special, mulțumindu-le pentru felul în care s-au comportat în această perioadă pandemică. Europaweit und auch hier in Siebenbürgen ist der unermüdliche aufopferungsvoller Einsatz der Ärzte und des medizinischen Personals sowie der Teams der Notärzte, der Pflegepersonale in Kinder- und Seniorenheime, der Feuerwehrleute sowie Fachpersonal aus Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur lobend zu erwähnen. Ihnen ist es zu verdanken, dass unsere Gesellschaft weiterhin funktionsfähig bleiben konnte. Auch Ihnen, den Bürgern, ist besonderer Dank auszusprechen, dass sie sich an die nicht immer leicht einzuhaltenden Vorgaben zur Infektionsverbreitungsprävention gehalten haben. Consulul Germaniei la Sibiu a apreciat și numărul mare de hunedoreni care s-au vaccinat anticovid. Acesta a transmis o rugăminte personală ca populația care încă nu s-a imunizat să profite cât mai repede de oferta de vaccinare. Der Impfmarathon hat inzwischen an Fahrt gewonnen. Vielen von Ihnen sind schon das erste Mal, einige sogar bereits das zweite Mal geimpft. Und wer noch nicht geimpft ist, den möchte ich persönlich bitten, von den Impfangeboten möglichst bald Gebrauch zu machen. Wer hätte denn vor einem Jahr gedacht, dass wir heute Teil einer weltweiten, aber hier vor allem europaweit zugleich gesteuerten Impfkampagne sein werden? Wie erfreulich zu wissen, dass ein beachtlicher Teil der Bevölkerung in vielen Ländern der EU bereits geimpft ist, sodass wir alle auf eine baldige Kontrolle der Pandemie und damit auf eine Rückkehr zum Alltag hoffen können. În județul Hunedoara, aproape jumătate din populație a făcut măcar prima doză de vaccin anticovid.